So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Curious Expedition Alpha 13 Dinosaurier. Ich feiere einfach nur. Endlich sind die Dinosaurier da. Großartig. Ich kann es kaum noch abwarten. Ich habe das gesehen und dachte so, ich muss das Spiel unbedingt wieder starten. Und was soll ich euch sagen? Ich habe mega Bock drauf. Ich habe so Bock, das Spiel zu spielen. Ich war ja so kurz davor, Ark zu installieren, weil ich unbedingt irgendwas mit Dinosauriern machen wollte. Und ja, jetzt ist es Zeit. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es tut mir unendlich leid, dass ich so lange kein Curious Expedition mehr gespielt habe. Aber ich war busy und ich wollte unbedingt Dinosaurier haben. Und jetzt sind sie endlich da. Und deswegen geht es jetzt weiter mit The Curious Expedition Alpha 13, die Dinosaurier. Ich habe keine Ahnung, was es sonst noch für Updates gab. Ich weiß, dass es jetzt auf Steam ist. Und ja, ich würde sagen, wir machen das wie immer. Wir checken das Spiel ab. Ich nehme euch mit. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, hier geht es gleich richtig los. Wir klicken auf New Game. So, ich kann es kaum abwarten. Okay, choose your character. Tja, alle meine gespielten Charaktere sind leider weg, aber das war zu erwarten. Wir kennen das Spiel, es geht hier um eine Alpha und es ist immer noch eine Alpha, es ist unvorstellbar. Aber so ist das eben, wenn zwei Menschen zusammen ein bisschen Liebe machen, das braucht einfach Zeit. So, wen nehmen wir denn? Nehmen wir den Mann mit dem Hut, den Almui. Nehmen wir... Oh, ich hätte ja gerne irgendwie dazu noch eine Beschreibung gehabt oder so. Habe ich das abgeschaltet? Wir gucken mal kurz in die Quicktext vielleicht. War es das? Nein. Muss man draufklicken? Ah, okay, man muss diesmal draufklicken. Wir machen das hier wieder aus. Es ändern sich immer wieder mal Dinge. Wir müssen das herausfinden. Ihr kennt das. Charles Darwin, English Naturalist and Geologist. Jawohl, dann haben wir hier Marie Curie. Die kennen wir ja auch schon. Richard Francis Burton, Heroic Adventurer with Excellent Knowledge of Languages and Cultures. Wunderschön, wen sollen wir denn mal nehmen? Die Herrschaften mit dem Bart oder die Dame mit dem Bart, ich weiß nicht so genau. Spontan würde ich mal sagen, wir nehmen den lustigen Almöhi Charles Darwin mit der Blume auf dem Hut. So, der ist ein Butterfliegen-Enthusiast und bekommt Sanity jedes Mal, wenn er eine Butterfliege sammelt. Das kennen wir ja schon, was haben wir denn hier eigentlich? Okay, ist das schon alles dabei? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ist auch egal, wir drücken auf Continue, denn ich kann es nicht abwarten. So, word is that you have good chance of seeing your likeness on that statue. However, I'm afraid to tell you that you are not the only candidate. Und ich glaube, beim letzten Mal haben wir irgendwie gesagt, wir machen alles auf Deutsch. Deswegen, mein Gehirn wird wieder strapaziert. Wir werden, wir werden das benutzen und alles wieder auf Deutsch übersetzen. Du und deine Rivalen, ihr habt 6 Expeditionen vor euch, wo ihr euch beweisen müsst. Mit den berühmtesten Erforschern dieses Clubs. Unter anderem haben wir hier Harriet Tubman, Marcus Gray Garvey, Frederick Courtney Sellers und Alexandra David Neal. Und jetzt geht's los. Abenteuer erwarten euch. Jawohl, und wir können es auch nicht erwarten. Continue. So. Starte die Expedition. Wir haben hier eine Expedition, die ist uns vorgegeben, nämlich die Mondlandschaften, die mondmäßigen Graslandschaften, eine ausgewogene Region, die hauptsächlich aus weiten Graslandschaften besteht. Gerüchten zufolge soll es hier eine goldene Pyramide geben in dieser Region, die wir finden sollen. Nun gut, das ist ja sehr interessant. Eine goldene Pyramide haben wir noch nie gefunden. Wir haben 1 von 6 Expeditionen, 10 Fame und 30 Geld. Sehr schön. Achso, wir könnten aber auch hier Sorrowful Grasslands aussuchen. Nein, noch nicht. Achso, das sind ja unsere Mitkonkurrenten, die da am Start sind. Alles klar. Denn hier steht Choose Your Destination, aber es gibt ja nur eine. Von dem her, gut, Start Expedition. Ich konnte es nicht mehr abwarten, unsere Abenteuer zu starten und deswegen eilte ich zum Hafen. Der Kapitän war noch nicht da, also setzte mich mal ein bisschen auf das Pier und wartete. Ein Händler näherte sich mir an, der eine Frage hatte. Er fragte mich, ob ich vielleicht eine Nachricht an den Häuptling eines Dorfes oder an den Chef eines Dorfes ausliefern konnte, über den wir sicherlich in unserer Abenteuerreise begegnen sollten. Und warum nicht? Ist immer eine schöne Geschichte. Wir akzeptieren einmal diesen Brief.
Er übergab uns den Brief, den ich ihm natürlich versprach auszuliefern. So, und dann freute ich mich, weil unser Schiff war bereit, in die Ferne zu stechen, und wir setzen natürlich die Segel. Wir kennen das, ihr kennt das. Oh, ist das eine neue Animation? Ich weiß nicht so ganz genau. Wunderbar. So, da haben wir auch schon eine Neuigkeit. Nämlich hier auf der rechten Seite haben wir jetzt das eigentliche Menü, wo wir unsere Truppe haben. Normalerweise war das immer hier oben. Jetzt ist es auf der rechten Seite. Finde ich schön gelöst. Wir haben ja eigentlich auch, wenn das hier so über Steam im Fullbild-Modus läuft, ein bisschen mehr Platz. Ist also cool, wenn es hier auf der rechten Seite ist. Bisschen übersichtlicher auch. Sieht ganz gut aus. So, dann haben wir hier also unseren Hauptcharakter Charles Darwin. Momentan noch Level 1. Hier sind die Würfel. Dice are rolled during combat. Die Würfel werden während einer feindlichen Begegnung gebraucht. Je mehr Würfel man hat, desto stärker sind wir. Wunderbar, da haben wir vermutlich Abwehr. Dann haben wir hier Angriff und das ist nichts, das ist das Gehirn. Und hier Auge, vermutlich Sicht oder so. Wir haben zwei Herzen, unsere Kapazität beträgt zwei Slots. Außerdem haben wir einen Brief auszuliefern und wir sind natürlich ein Schmetterlingsenthusiast. Dann haben wir den Bethan Morrison, ein schottischer, sehr sympathischer, whisky-trinkender Kollege des Levels 1. So sehr ein harter Kämpfer wie ein feiner Gentleman. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, besonders wenn er die erste Flasche Whisky-Intus hat. So, hier natürlich ordentlich Schwerter und kann gut laufen. Würfel. Außerdem ist er ein bisschen stärker. Er hat drei Herzchen. Kann aber auch nur zwei tragen. Dafür superstitious. Macht sich schnell in die Hose, wenn etwas mysteriös oder mysteriös oder unbekannt wird. Außerdem ist er ein Whisky-Experte. Cheerio. So, dann haben wir hier Matrap Baba. Spricht man vielleicht so aus, vielleicht habe ich mich noch komplett blamiert gerade. Ein persischer Übersetzer des Level 1. Seine Lehrhaftigkeit wird unsere Kommunikation mit den eingeborenen Völkern verbessern. Und außerdem erlaubt es uns in den Dörfern, wenn wir in den Dörfern Urlaub machen, also kurz übernachten, dass unsere Sanity schneller steigt. Wunderbar, hat nur ein Herz. Dann haben wir noch hier Mr. Abbott, einen Donkey, unseren Esel, der kann drei Kästchen tragen, ist also alles gut. So, vielleicht sollten wir zu Anfang versuchen, den Brief auszuliefern. Praktischerweise hat man uns die Location des Dorfes auf der Karte verzeichnet. Ja, da freuen wir uns doch. Standing haben wir plus 1 bekommen. Das ist klasse. Hier haben wir den Brief. Hier sind die Anzeigen nochmal. Ich muss nochmal ein bisschen alles in Erinnerung rufen, weil das auch schon eine Weile her ist. Wie viel wir von der Region erkundschaftet haben. Das hier weiß ich gerade nicht. Dann unser Standing. Das sieht eigentlich ganz top aus. Regionpunkte. Alles klar. Und hier haben wir den Kompass. Der war ja für gewöhnlich auf der rechten Seite, hier auf der linken. Der ist immer so ein bisschen abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Ich vermute mal, ja. So, dann haben wir hier Tag 1. Alles klar, unsere Sanity. Was haben wir eigentlich dabei? Ein Brief, ein Rasiermesser, eine Machete, eine Shotgun. Not too shabby, Sir. Ein Butterfliegennetz, drei Fackeln und Schokolade. Super, das ist relativ... Okay, wir können zoomen. Wunderbar. Und wir sollten hier zu dem Dorf gehen. Kann man das irgendwie abkürzen? Ja, das ist die abgekürzteste. Dann machen wir uns mal... Oh, was ist denn hier unten? Wait without doing anything. Abort expedition using a hot air balloon. Ah, okay. Wir können also wir können die Mission abbrechen, indem wir... das sind, glaube ich, so Bonus-Dinger. Die sind ganz neu. Die habe ich noch nie gesehen. Mit der können wir das abbrechen. Wir haben allerdings nur beschränkten Platz am Ballon. Das heißt, wir können nicht alles mitnehmen, aber vermutlich ist es besser als sterben. Und darum geht es vermutlich. Und wait without doing anything. Das ist vielleicht der Pausenknopf. Ich habe ein bisschen Angst, den zu drücken. Vielleicht haben wir den dann gleich schon verbraucht. Wir müssen momentan nicht allzu viel warten. Deswegen würde ich sagen, traveln wir mal zum eingeborenen Dorf und liefern den Brief aus. So, da haben wir jetzt hier schon... Ein Dorf, nochmal zwei Fragezeichen zu erkundschaften in dieser Region. Alles klar, hier oben wird automatisch auch angezeigt, wie viel unserer Sanity dann noch übrig bleibt, wenn wir irgendwo hinlaufen. Das ist auch neu, schön, sehr cool. Da ist noch der Brief. So, und wir betreten das Dorf. Heute erreichten wir ein Dorf. Die Menschen
freuten sich und begrüßen uns. Die Eingeborenen beobachteten uns mit großer Neugier. Sie waren freundlich und boten uns ihre Hilfe an. Dank Mahtab Baba und ihrer Fähigkeit, Dinge zu übersetzen, waren wir willkommen, über Nacht zu bleiben. Natürlich delivern wir erstmal den Letter. So, wir brachten den Brief zum Anführer des Dorfes. Der ältere Mann war ein guter Redner und erzählte uns über die besten Sehenswürdigkeiten hier in der Umgebung, inklusive eines heiligen Schreins, den er uns auf einer Karte einzeichnete und von dem wir uns tunlichst fernhalten sollten, wenn wir noch mit diesen Völkern irgendwie auf nicht auf Kriegsfahrt sein wollen. So, das wissen wir ja schon. So, dann können wir hier was rekrutieren, wir können traden oder liefen. Ich würde mal sagen, wir wollen natürlich noch ein weiteres Lastentier haben und deswegen machen wir Recruit natürlich. Pennen müssen wir nicht unbedingt. So, wir sprachen zu den Eingeborenen, um herauszufinden, ob jemand unserem Track beiwohnen würde. Wir waren unglücklicherweise nicht erfolgreich. Wie auch immer, ein älterer Dorfbewohner bot uns seine Hilfe an und bot uns einen Wasserbüffel an. Wasserbüffel sind großartig. Natürlich rekrutieren wir den Wasserbüffel. Wir bekommen ihn und ja. Unsere fortschreitende Anwesenheit war immer noch gut aufgenommen von den Eingeborenen. Sie blieben noch immer freundlich und boten uns noch weitere Hilfe an. Das ist natürlich sehr cool. Ich glaube, wir brauchen aber ihre Hilfe nicht mehr. Wir bedanken uns recht herzlich für die Gastfreundschaft und für ihre Freundlichkeit. Und wenn es Ihnen gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten dürfen Sie auch gerne einen Kommentar bei uns auf YouTube hinterlassen, liebe Eingeborene. Vielen Dank so und wir verlassen dann einfach mal das Dorf und machen uns auf die Suche nach der goldenen Pyramide. So, wir machten uns fertig und brachen auf, weil neue Abenteuer direkt um die Ecke auf uns warteten. Yippie! Oh, was haben wir da? Ah, das ist der Schrein, der uns vom Häuptling eingezeichnet wurde. Wunderbar. Hier haben wir den Wasserbüffel. Miss Marks. Oh, eine Wasserbüffelin. Water Buffalo. Ein Wasserbüffel. Der kann total viele Crates tragen und hat unglaubliche Toughness. Top! Ich glaube, den schicken wir in die Schlacht. Was ist denn Mount? Was bedeutet Mount? Ich weiß es nicht. Gibt auch kein Hilfemenü dazu. Mount bedeutet vielleicht, dass wir eher den wie jemand anderen verlieren würden oder so. Ich weiß es nicht. Egal. So, was zeigt uns denn... Oh, waren das schon 5 Tage? Unglaublich. Quatsch ich zu viel? Könnte sein. Was zeigt uns denn unser... Kompass an, der zeigt uns ganz klar Westen an. Das heißt, wir latschen tatsächlich mal hier Richtung Westen und rollen die Sache mal so von unten nach oben auf. Gucken wir mal. Ja, gehen wir mal hier hin. Und Travel. Ah, super. Da haben wir uns ja wunderschön in eine Sackgasse manövriert. Zwar eine neue Region entdeckt, aber die besteht hauptsächlich aus Wasser. Das muss man auch erstmal... Wow, 34... Das ist aber viel, 44. Okay, wir müssen aber, so wie es aussieht, hier so ein bisschen durch den Sumpf. Und dann versuchen wir hier gleich aus dem Sumpf irgendwie rauszukommen. Treffen wir mal weiter. Ja, das ist anstrengend. Hier müssen sie irgendwie hart durch. Und ja. Wow, okay. Das frisst auf jeden Fall ordentlich Ressourcen. Durch den Sumpf zu laufen... haben wir hier Thick Jungle ist das. Ja, das ist natürlich sehr anstrengend. Da hätten wir uns wohl besser hier dadurch geschlagen, muss man wohl sagen. Aber so ist das halt. Ich würde sagen, wir wackeln jetzt hier zu diesem Wasserfall und dann geht's weiter. Machen wir eine schöne Pause. Traveln wir mal hin. Was war das? Neue Region. Wunderbar. So, ein lustiges Geräusch. Und wir explorieren einmal den Wasserfall. Dieser Wasserfall war wirklich riesengroß. Es war eine awe-inspiring Aussicht. Eine jaw-dropping, eine, wie sagt man das auf Deutsch? Eine erstaunliche Aussicht. Das Wasser war frisch und kühl. Ich hätte jetzt auch gerne ein frisches Wasser. Mein Mund ist schon etwas trocken. Und auf jeden Fall werden wir über Nacht bleiben, denn unsere Sanity ist krass in den Keller. Wir mussten einfach das Gelände war viel zu anstrengend. Und deswegen, Leute, macht's euch gemütlich. Und pennt mal eine Runde.
Wir setzen uns hin, erlaubten alle sich auszuruhen. Bethan Morrisons mentale Kondition had gotten the better of him. Oh, waren auch schon mal besser. Er hatte nämlich schlimme Albträume, die ihn dazu führten, dass er schrie, und zwar die ganze Nacht lang. Sollen wir ihn ignorieren oder sollen wir ihn separieren? Ich würde sagen, wir ignorieren das. Wir versuchten, das zu ignorieren, dieses schlimme Schreien, aber die Nacht, keiner von uns war in der Lage, sich zu erholen. Miss Marks war gar nicht beeindruckt von meiner Entscheidung und war außerdem sauer, weil sie müde war. Okay, da würde ich sagen, Sanity minus 10. Großartig. Achso, stopp, wir müssen ja hier. Stop resting. Mist, zu langsam. Der nächste Morgen, als wir aufwachen, wachten wir auf zu einem wunderbaren Geräusch des fallenden Wassers. Okay, wir haben 53 Sanity. Ich würde sagen, wir machen uns mal ein bisschen auf den Weg, weil wir müssen weiterkommen. Denn wir haben noch einiges vor uns. Als wir uns aufmachten, wurden wir uns gewahr, dass unser Lagerfeuer den Busch angezündet hat. Bevor wir bemerkten, was los war, fing das Feuer sich an auszubreiten. Ist natürlich gar nicht gut und ich glaube, wir müssen uns schleunigst verdünnisieren. Und ich würde sagen, wir machen uns mal... Warte mal, hier ist nämlich... Wir brauchen dazu viermal Machete. Okay, ja, können wir nehmen. Mach mal. Huch. Was ist das denn? Warum sind wir denn dahin? Nein! Okay, ja, klasse. Wir haben auf jeden Fall einen tollen Schmetterling gefunden. Das freut mich natürlich sehr. Und ich würde sagen, wir machen uns... Oh je. Ich sehe schon, Ich bin ja wieder total planlos am Start. Wir werden elendig sterben. Ich habe schon so das Gefühl. Aber wir gehen natürlich nicht auf. Wir warten bis zuletzt, bis alles gut ist. Da hätten wir eine tolle Rockformation gehabt. Aber ich habe da einen Wegpunkt gesetzt. Dann habe ich woanders einen Wegpunkt gesetzt und bin weitergelaufen. Das ist eben ein Anfängerfehler. Was haben wir denn hier? Unser Büffel ist sauer. Warum denn? Was haben wir denn falsch gemacht? Ich glaube, der braucht ein bisschen eine Chill-Out-Phase. Und ich würde sagen, wir machen uns mal hier auf den Weg und hoffen, dass der Tiger uns nicht schnappt. Gut, der zischt so ein bisschen in die andere Richtung ab. Das ist gut. Dann könnten wir jetzt hier in den Shrine gehen, durch den dicken Dschungel. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir uns daran vorbeimachen und versuchen, hier um den Tiger herumzukommen. Denn eigentlich habe ich nicht vor, den Shrine auszuplündern. Ich versuche es nicht so von Anfang an gleich... ein schlechtes Karma zu haben, ein schlechtes Standing. Deswegen, let's go. Jawohl, der Tiger haut so ein bisschen ab und wir haben hier einfach richtig viel Dschungel. Das ist natürlich super schlecht. Und ich glaube, wir müssen mal langsam Schokolade essen. Wir müssen links klicken, um es zu benutzen. Sanity plus 10. So. Dann machen wir uns mal hier auf den Weg. Da oben sieht es besser aus. Warum können wir nicht 15, 21? Okay, aber da ist dieser Tiger. Ich würde sagen, wir riskieren es einfach. Wir müssen los. Oh, oh. Uff, okay. So, das ist das neue Combat-System. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Deswegen super spannend für mich. Combat. Runde 1 von 3. Wir müssen hier also unsere Würfel würfeln. Wir können jederzeit fliehen, so wie das aussieht. Solange man würfeln kann, können wir zu jedem Moment fliehen. Aber hat auch sein Risiko. Deswegen würfeln wir mal unsere Würfel. Vibrierende. Aha. Aha, da können wir jetzt praktisch was aussuchen, oder wie sehe ich das? Ich verstehe gar nicht, wie das funktioniert. Er beißt einmal zu und minus 4. Und dem hat das gar nichts ausgemacht. Okay. Verstehe ich nicht, aber okay. Schutz, Angriff,
wir müssen hier klicken, damit das losgeht. Oh, hier, das hätte mal gar nichts gebracht. Nur eins. Oh, oh. Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich stelle mich an wie ein Anfänger. Wir hauen ab. Wir werden attackiert. Wir schaffen es zu entkommen. Die Gruppe war verängstigt und außerdem total ausgelaugt. Und wir machen uns natürlich auf den Weg. Und wir haben keine Sanity mehr. Und das ist genau das, was ich befürchtet habe. Wir werden elendig sterben. So, dann nehmen wir uns das mal zu uns. Und machen uns mal hier auf den Weg. Kollege schläft. Gott sei Dank, wir haben hier die Pyramide gefunden. Aber wir haben nur noch... Wir haben nur noch 10 Sanity. So, und jetzt ist die Frage, was passiert? Wir traveln hin. Explore. Nichts ist passiert. Wir haben Glück gehabt. Wir haben außerdem einen Schmetterling gefunden. Wunderbar. Und da war die goldene Pyramide. I'm not apt to follow blindly the lead of other men. Mhm. Da war die goldene Pyramide, thronte über der Landschaft. Obwohl es so viele Schwierigkeiten gab, haben wir überlebt und natürlich betreten wir die Pyramide. Nach Wochen des Wanderns überkam uns Euphoria. Ich wusste, dass mein Name für immer in Erinnerung bleiben würde. Wir beenden die Expedition und Success. Wir haben momentan Fame 10. Die Pyramide haben wir entdeckt. Außerdem 7. 7 habe ich gar nicht mitbekommen. 58 Tage haben wir gebraucht. Neuer Fame 87. Wunderbar. Wir schauen uns nochmal die Map an. Das war also unsere Reiseroute. Sehr schön. Und wir beenden die Expedition. Erfolg, hätte ich nicht gedacht. Der Kampf ging ja, lief ja nicht so gut. Da muss ich, glaube ich, mal abchecken, wie wir das beim nächsten Mal besser hinbekommen. Wir können uns jetzt einen Perk aussuchen. Das ist natürlich geil. Und zwar Geografie. Gibt uns zusätzliche Informationen über die Region. Keine Ahnung wie, aber ein Charakter mit diesem Perk findet ständig irgendwo Kugeln nach ein paar Tagen. Großartig. Und Charismatik. Charisma. Da kann man sogar 2 Einheiten pro Expedition rekrutieren. Beides sehr cool. Ich glaube, ich entscheide mich für, findet ihr auch gut, so wie es aussieht, für dieses Perk. Und damit sind wir wo? Hier unten. Richtig schlecht. Na gut. Wir haben ja auch schon lange nicht mehr gespielt. Das schiebe ich jetzt einfach mal da drauf. Und gucken mal, wie es weitergeht. Gleich hier Continue, da haben wir Option, Museum. Was passiert, wenn man auf Museum klickt? Nichts. Achso, das ist halt das Museum. Okay. Kissen, Lagerfeuer, kann man das anzünden? Nein. Option, kann man nicht viel machen. Ist in Ordnung. So, ich klicke mal auf Continue und dann gucken wir mal. Alles klar, choose your next destination. Und ich würde sagen, für diese Folge war's das. Wir haben eine Expedition überlebt. 88 Fame bekommen und wir schauen mal, wie es weitergeht in einer der nächsten Episoden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Freue mich, dass wir wieder weiterspielen. Dinosaurier haben wir jetzt allerdings noch nicht entdeckt, aber das wird ja hoffentlich demnächst jetzt hier kommen. Ansonsten muss ich mir, glaube ich, doch mal Ark installieren. Schauen wir mal weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es weitergeht und hoffe auch, dass euch das freut. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.